Es ist die größte Schiffsbergung der Geschichte. Seit einem Jahr liegt die Costa Concordia vor der Küste der Toskana. Es wird wohl noch Monate dauern, bis Spezialisten das gestrandete Wrack aufrichten können. Im Sommer war die Costa die Touristenattraktion. Ursprünglich hatten Experten versprochen, das Schiff schnell zu bergen. Die Bergung soll bis Februar laufen, aber wir denken, dass wir das viel früher hinkriegen. Alle haben uns gesagt, dass wir mindestens 1 bis 1,5 Jahre brauchen. Aber wir sind sicher, dass wir das besser können. Noi siamo sicuri invece di ottenere un risultato estremamente migliore. Am Abend des 13. Januar 2012 war das Kreuzfahrtschiff bei einem riskanten Manöver leckgeschlagen und gekentert, unmittelbar vor der Insel Giglio. An Bord waren rund 4.300 Menschen und Panikstimmung. Oh, 32 Passagiere verloren bei dem Unglück ihr Leben. Der Kapitän, Francesco Schettino, ist seitdem schweren Vorwürfen ausgesetzt. Er soll das Unglück verursacht haben und sei von Bord gegangen, als noch längst nicht alle Passagiere in Sicherheit waren. Das juristische Nachspiel gestaltet sich schleppend. Schettinos ehemaliger Arbeitsplatz, die rund 100.000 Tonnen schwere Costa Concordia, liegt unterdessen weiter als Havarist vor Giglio auf Grund. Den Kraftstoff haben die Spezialisten schon abgepumpt. Jetzt müssen sie das Wrack stabilisieren. Es liegt noch immer so, wie es vor einem Jahr gekentert war. Das Glasdach hat es in dieser Position nicht lange ausgehalten. 8 Ankerblöcke sollen verhindern, dass die Costa abrutscht. Der Untergrund ist steil. Stahlseile sichern das Schiff. Auf dem Meeresboden soll eine Art Podest verankert werden. Es soll aus mehreren Flächen bestehen, auf denen das Wrack aufsitzen kann. Dann sollen Kräne den Koloss aufrichten. An einer Seite sind dann als Gegengewicht Container befestigt, gefüllt mit Wasser. Soweit die Theorie. Jedes Mal, wenn sich etwas ändert, zum Beispiel die Zahl der Podestflächen, dann ändern sich auch alle anderen Berechnungen der Ingenieure. Das kann zu Verzögerungen führen. An der Bergung arbeiten inzwischen 400 Fachleute. Sie wird schätzungsweise mehr als 300 Millionen Euro kosten. Bis die Costa Concordia vor der Küste verschwunden ist, wird es also noch dauern. Wohl nicht vor dem Spätsommer werden die Spezialisten das Wrack in Bewegung setzen können. Mit welchem Kurs ist noch unklar.